Und zu einem neuen YouTube-Video auf diesem Kanal mit einer Challenge heute für Kylian Mbappé. Ihr seht schon, Kylian Mbappé hat ein 9er Rating. Ich habe ihn so runtergetan, so gut es geht. Und ja, das Ziel ist es, dass Mbappé, so gesagt, die Champions League gewinnt und einmal den Ballon d'Or. Das Ziel ist, und die Aufgabe wird sein, pro Tor, wo er schießt in der Saison, bekommt er ein Rating. Und falls er einen Titel gewinnt, da bekommt er 50 plus auf einer der Stats, also auf Tempo, das auf Tempo, dann bekommt er 50 auf Schießen, dann bekommt er auf Passen, dann bekommt er auf Dribbling, auf Defensive. Das ist jedes Mal, da wiederholt sich das wieder, ne? Also, ich habe es euch erklärt, ich hoffe, ich hab's, ihr habt es verstanden. Wir werden auch weggehen vom PSG. Wir werden eine andere französische Mannschaft sein und am Schluss werden wir wieder zu PSG gehen, um zu schauen, wie viel Tore da geschossen hat und so weiter, ob er überhaupt gespielt hat natürlich und ihm dann ein besseres Rating zu geben. Und natürlich haben wir auch keinen Einfluss auf Transfers von ihm, das heißt, wenn er irgendwo hingeht, dann war es vom PSG so nicht von uns, also wir verkaufen nicht oder kaufen nicht. Alles klar, ich sehe euch gleich, eigentlich direkt Ende Saison. PSG wieder angekommen und wir sehen schon, Mbappé hat einfach so ein 12er Rating bekommen, das heißt, er hat wahrscheinlich auch gespielt, hoffe ich mal. Er hat genau nur ein Einsatz. Jetzt mal schauen, wenn er was gewinnt, wie gesagt, der bekommt ja 50er Rating. PSG gewinnt die Liga, Trophäe des Champions nochmal 50, Coupe National 150, jetzt Champions League gewinnt Barcelona, ich glaube, war PSG. Die sind ausgeschieden gegen AC Milan im Achtelfinale. Krass. Auf jeden Fall 150. Ich werde euch gerade den Mbappé zeigen. Das sieht man dann auch, Mbappé mit einem 50er Tempo, 50er Schießen, 50 Passen. Ja, ist halt jetzt natürlich von 112 auf 138, aber halt keine Tore. Ich denke mal, wenn er anfängt, Tore zu schießen, dann wird der Rating schon höher raufgehen. Und wie gesagt, Champions League und Ballon d'Or. Auf jeden Fall, jetzt ist es wahrscheinlich noch kein Thema, darum schaue ich auch noch nicht an. Ich denke mal, wir gehen in die nächste Saison und schauen mal, wohin vielleicht er geht. Ja, am Ende der Saison angekommen, Mbappé mit einem 43er Rating. Die Statistik sieht ganz, ganz schlecht aus. Wirklich wieder alles 0 Einsätze, 0 Tore, 0 Vorlagen. Ja, mal schauen, ob PSG was gewonnen hat. Und ob wir da, ja, also auf jeden Fall die Liga haben sie mal gewonnen. 50 Ratings rauf. Wieder gewonnen. Nochmal 50, wieder 50. Champions League haben sie nicht gewonnen. Olympique Marseille im Finale. Gut, das war's dann auch. Wieder gleiche Punkte. Rating rauf. Mal schauen, was für ein Rating er haben wird, wenn wir das abgeschlossen haben. So, hier haben wir den Mbappé nach dieser Saison. Ja, er sieht langsam, denke ich mal, spielbar aus. Ich denke, er muss einfach verkauft werden von PSG. Sonst wird es wirklich nichts mit den Toren, Vorlagen und so weiter. Das wäre halt besser, ne? Weil dann können wir ihm immer mehr Rating geben. Und wäre spannender, weil sonst bei PSG gewinnt eh alles. Mal schauen. So, angekommen. Ende der Saison. Und jetzt schauen wir uns mal an. Mbappé ist immer noch bei PSG auf jeden Fall. 59. Er hat zwei Spiele wenigstens gespielt. Aber leider kein einziges Tor geschossen. Mal schauen, was ihm PSG dieses Jahr schenkt. Auf jeden Fall. Schon mal 50. Nochmal 50. Und nochmal 50. Ah, sie sind nicht im Finale, die sind im Achtelfinale gegen AC Mailand schon wieder ausgeschieden. Schade. Auf jeden Fall, ich denke mal, dass
Mbappé in den nächsten Jahren, ja, schon mehr gewinnt, aber es ist halt schade, dass er immer noch bei PSG ist. So, auf jeden Fall hat hier Kylian Mbappé 99 Tempo jetzt, 80 Schießen, 69 Passen. Ja, er will halt immer besser, ne, muss man sagen. Aber ich denke, das reicht noch nicht für PSG-Aufstellung. Auf jeden Fall, er muss weggehen. Aber ich bin mir jetzt eigentlich hundertprozentig sicher, wenn ich jetzt das hier anschaue. Okay, sein Gehalt ist auch eigentlich klein. Das heißt, eigentlich müsste er, denke ich, jetzt dann bald schon weggehen von PSG. Mit einer 74. Mal schauen, wo er vielleicht hingeht oder vielleicht bleibt er auch. Keiner weiß. Zu PSG transferieren lassen als Trainer. Und auf einmal sehe ich das hier: Finale der Champions League. Ja, ich schaue aber erstmal, natürlich hat Mbappé gespielt. Nicht mal ein einziges Spiel hat er gespielt. Nicht ein einziges Spiel. Boah, das ist ja. Mal schauen, aber vielleicht hat PSG zu viel gewonnen, ne? Auf jeden Fall, Champions League wäre da, aber er muss natürlich spielen. Sonst ist das unfair. Und sie gewinnen nicht die Champions League. Okay, krass. Ja, jetzt hat er ein Spiel gemacht und das Champions League Finale. Ja, keine Ahnung. Mal schauen. Also, PSG hat die Liga auf jeden Fall gewonnen. Trophäe des Champions haben sie nicht gewonnen. Coupé National haben sie gewonnen. Das heißt, 50-50. Ja, er wird schon wieder besser sein. Ich denke, bald Stammspieler, bald. Auf jeden Fall, ich werde schon, dass ich ihn wegbringe von hier. Gut, und hier sieht man auch. Ich habe natürlich jetzt nicht die ganzen Stats. Also bei Tempo ist es ja, es hat nur zwei Stats. Bei den anderen habe ich jetzt einfach zwei immer jeweils ausgewählt. Sonst wäre er schon jetzt eine 99er Karte. Und ja, das macht nämlich ja keinen Sinn. Auf jeden Fall, bei Physis hat er jetzt schon 88. Dribbling eine 81. Verteidigung habe ich jetzt nicht reingetan, weil ja, ist unnötig. Braucht eh das nicht, diese Verteidigungsstats. Er ist eh ein Stürmer. Es geht ja nur eigentlich Tempo, Schießen, Passen geht so, Dribbling und Physis eigentlich. Auf jeden Fall, er ist jetzt ein 81. Ich denke schon, dass er jetzt ein paar Tore schießen wird. Und auf jeden Fall hoffentlich bald die Champions League gewinnt, ne? Also, bis gleich. So, ich bin hier wieder bei PSG gekommen. Eine Saison später. Ich sehe gerade, sie haben einen Titel. Mbappé ist eine 81. Ein Trophäe des Champions auch gewonnen. Das heißt wieder oh, 100, oder? Ja. Ich war im Achtelfinale in der Gruppe als Letzter rausgeflogen. Das ist peinlich. Ja, also die Mannschaft von PSG sieht auch gut aus. Mal schauen. AP 23 Tore. Boah. Und 13 Vorlagen. Ganz gut. Das heißt, 2 Maxed Out und 23 Upgrade bei einem Rating. Mal schauen, was daraus wird. Ich werde euch gleich zeigen, wie ihr aussehen wird. Obwohl, es sieht schon eigentlich zu krass aus. Auf jeden Fall, so sieht seine Karte jetzt aus. 99 Tempo, 88 Schießen, 82 Passen, 83 Dribbling, 61 Verteidigung und 60 Physis. Ich denke, da werde ich ein paar Werte auf die Physis drauf tun. Ich habe jetzt, ja, weil er so gesagt zwei Titel gewonnen hat, habe ich mal Volley und boah, was habe ich noch? Also auf 99 getan. Flanken auf 99 getan. Ja, es gibt noch ein paar andere, die musste ich auch noch dann von diesem 23, das war die Sprungkraft. Die war bei, keine Ahnung, 60, da habe ich die Tore hingetan. Auf jeden Fall, so gefällt es mir. Mal schauen, ob es nächste Saison was wird. Auf jeden Fall, er ist jetzt ein Stammspieler bei PSG mit 88 auf jeden Fall. Ich denke sogar einer der. Ja, okay. Schon ein bisschen weiter entfernt, aber er kommt dahin. Und bald können wir vielleicht über Ballon d'Or reden. Das heißt, ich muss langsam wegen Ballon d'Or schauen. Die Champions League, weil ich meine, wir sind jetzt
2027, 28, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann, wenn wir vielleicht was mitbekommen vom Ballon d'Or. So, auf dem Weg wieder zurück Bonjour à toutes et à tous. nach PSG. Sie wurden zum ersten Mal nicht Meister. Wow. Mbappé, ich weiß nicht, wieso er eine 81 hat, macht keinen Sinn. Und er hat einfach diese Saison nicht gespielt. Ja, moin. Boah, Barnes mit 40 Toren. Auf jeden Fall. Vielleicht nächste Saison. Hier gibt es keine Upgrades. Hier gibt es 50. Hier gibt es nix. Hier gibt es auch nichts. Sag mal, sie waren letzte Saison im Champions League Finale. Vorletzte. Halbfinale gegen Real Madrid. Die werden auch immer Zweiter, Dritter, Vierter in der Gruppe, nicht Erster. Schon so eine Bewunderung. Ich habe halt keinen Einfluss in der Mannschaft, aber wenn Neymar Junior da mit einem 72er Rating da noch spielt, muss man sich schon fragen, was die falsch machen. Auf jeden Fall, ich denke schon, dass er jetzt dann weggeht. Bevor ich vergesse, ich muss hier noch seine Ratings wieder anpassen. Auf jeden Fall mache ich das gleich gerade mit euch. Ja, was wollen wir alles machen? Also ich denke mal, wir machen so Dribbling halt, ne? Machen wir jetzt hier Ballkontrolle, machen ihn noch voll. Dann Penalties machen wir auch noch voll. Das war's, das sind die zwei Stats, die wir ja, mal machen, denke ich mal. Jetzt schauen wir uns mal den lieben Mbappé an. Hier mit 91. Jetzt, das von letzter Saison hat sich irgendwie nicht aufgenommen. Auf jeden Fall, das muss jetzt so bleiben. Ja, eine 91 ist es ja nicht schlecht. Einer der besten der Welt, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir unbedingt wegen Ballon d'Or schauen. Unbedingt. Ich denke mal, ich sehe euch nächste Saison. Bis gleich. Ja, Mbappé hat es auch leider dieses Jahr nicht geschafft, den Ballon d'Or zu gewinnen. Es ist Rasmus Højlund von Manchester United, der Stürmer. Ja, mal schauen. Nächste Saison vielleicht, auf jeden Fall. Er ist auch nicht mehr bei PSG, sondern er ist nach Atletico Madrid gewechselt, genau. Ja, ist auch gut. Mal schauen, Ende Saison gehen wir dahin. Dann schauen wir mal, ob er Titel gewonnen hat, weil dann geht er schon eigentlich Richtung 99er Rating, wenn wir ihn jetzt noch so hoch pushen. Und dann muss er schon den Ballon d'Or und Champions League gewinnen. Also, das ist ja so. Das ist ja die Challenge, aber die Frage ist ja, wie lange es dann auch noch dauert. Also, bis gleich. Und wir sind hier angekommen. In der Tabelle wurden wir nur Zweiter. Boah. Gar nicht gut. Copa de España. Haben wir auch nicht gewonnen. Das kommt eh nicht drauf an. Superpokal gewinnt Inter. Die Champions League ist Finale. PSG gegen Liverpool, also Mbappé geht weg von PSG und direkt kommt sowas. Ja, da hat er halt Pech gehabt. Und Atletico Madrid war nicht mal dabei in der Europa League. Champions League auch nicht. Die haben gar nicht europäisch gespielt. Krass, aber jetzt holen sie es weiter. Auf jeden Fall, das ist besser. Ja, ich denke, man muss hier noch das hier hinzufügen. Ja, eine ganz gute Karte, 91. Wahrscheinlich auch die ganze Zeit Stamm gespielt. Wir können ja uns mal die Statistik hier anschauen. Von unserem lieben Mbappé. 26 Tore, 5 Vorlagen.
in 40 Spielen. Ich glaube, der hat am meisten, ja, der war der Topscorer der Mannschaft. 26 Tore. Die werde ich, denke ich mal, ja, ich knall sie noch beim Volley. Ja, ich knall sie auf jeden Fall beim Volley rein. Und das war's auch eigentlich. Sonst bekommt er nichts mehr. So, er bleibt eigentlich das gleiche Rating. Ja, so sieht seine Karte aus jetzt. Viel besser eigentlich. Ich muss ein paar Sachen anpassen, weil es hat vorherige Daten nicht richtig gespeichert. Jetzt muss ich halt noch das reinknallen, dass er mit der bessere Rating hat und dass ich das Volley, ja, die 25 Tore reinknallen kann, oder? 26, 26, 26 war, Entschuldigung. Ich habe auch 26 reingetan. Ja, er ist der beste Rating im Team. Meine Stettcourt eigentlich eine ganz, ganz, ganz gute Mannschaft. Ich denke, wir sehen uns wieder da bei der Ballon d'Or Ausgabe. Mal schauen, ob er gewinnen wird. Wissen wir nicht. Ganz lustig, wir sind hier gerade. Und dann auf einmal kommt Player of the Season. Kommt ja, er gewinnt es einfach. Ja, das ist ganz, ganz gut. Habe ich nichts dagegen. Und jetzt Haaland gewinnt den Ballon d'Or leider. Ja, auch dieses Jahr wirkt nichts für Mbappé. So, bei Atletico Madrid angekommen dieses Jahr. Und wir schauen uns den lieben Mbappé an, der nur noch eine 90 ist, wie ich hier sehe. Und wir schauen erstmal natürlich Dritter geworden in der Liga. Hei, hei, hei. Super Copa. Im Finale verloren gegen Real Madrid. Copa de España. Nicht mal im Finale gewesen. Die Champions League. Im Viertelfinale gegen Inter Mailand verloren. Ja, was soll man da nun zu noch sagen, ne? Jetzt besteht halt die Hoffnung bei den Toren, die er geschossen hat. Ne? 33 Tore, eine Vorlage. 33 Tore ist schon viel. In 55 Spielen. Also er muss sich ja den Sturm teilen mit Nunez. Ja, kommt er halt wieder. Was soll ich ihn noch verbessern hier? Meine, der ist ja schon gut genug. Denke, ich baller ihm gleich beim Schießen noch den Abschluss, mache ich einfach auf maximale 30, ja. Mache ich einfach maximal. Weil sonst, das, ja, was bringt das, ne? Also, was habe ich gesagt? Finishing. Abschluss mache ich auf eine 99. Und dann schauen können wir mal schauen. 93er Rating, ja. Mal schauen, ob er jetzt schafft, endlich den Ballon d'Or zu gewinnen. Mindestens im Ballon d'Or. Sonst wirklich, er muss die Mannschaft wechseln. Also ich meine, die Mannschaft von Atletico. Was war so? Ja. Ich mache kurz noch so eine Aufstellung, wo ich mir vorstellen kann, dass die Spieler so spielen. Meine Torhüterposition ist auch ganz gut. Sonst passt eigentlich alles. Also. Nee, es passt komplett. Gute Aufstellung. Das ist ganz gute Aufstellung. Hier, habe ich sogar ein Spieler aus Versehen übersehen. Nein, das ist eine gute Aufstellung. Die sollte schon die. Okay, es geht jetzt. Wenn ich mir jetzt das von beiden mal anschaue, nur einen guten Innenverteidiger, Außenverteidiger, auch nur ein Mittelfeld, kann man reden. Sturm ist einfach brutal, ne? Aber ja. Ich denke, wir sehen uns wieder bei der Ballon d'Or Ausgabe. So, wir gehen jetzt mal den Neuigkeiten rein. Und Ballon d'Or Sieger ist Vinicius Junior. Schon wieder nicht Haaland. Mbappé, das kann nicht sein. Nee, also. Was soll man machen? Wir sehen uns einfach in der Saison wieder.
So, Atletico angekommen. Und wir schauen uns erstmal die Tabelle an. Wir wurden Achter in der Liga. Achter Platz. Ach du Scheiße, nein. Copa de España. Gewinnen wir sogar? Wow. Gibt es doch noch europäisches Fußball? Finale Champions League Florenz gegen Hoffenheim 2032. Das darfst du ja keinem erzählen. Also Gruppenerster geworden, dann im Achtelfinale direkt verloren gegen Leverkusen. Ne. Ja, was will man da machen? Sonst hat er nichts gewonnen. Wir gehen aber jetzt natürlich, schauen uns mal, wie viele Tore er geschossen hat. 24. 24 Tore. Schauen uns mal den Entwicklungsplan an. Ja, der wird halt immer schlechter, tempomäßig und so weiter. Ne, das sieht man. Wie viele Tore? 24. Wo kann ich 24 hier am besten reintun jetzt? Ich mach mal bei Ausdauer. Ja. Ausdauer vielleicht. Sonst kann ich ihm nicht 24. Ach, und noch ein ganz. Ne, da mache ich 24 hier. Bei Ausdauer mache ich ganz voll. Oh, gut, ich zeige es euch jetzt. 94 ist er geworden. Hat sich gelohnt als Stellungsspiel natürlich. Ja, besser kann man ihn, glaube ich, langsam nicht mehr machen. Ich meine, der ist jetzt in 94. Nächste Saison, mal schauen, was aus ihm wird. Ob er hier noch bleibt. Auf jeden Fall, ja, nicht so gut, dass Atletico jetzt Achter geworden ist. Ne? Nicht mal eine Chance auf die Champions League. Na, ja, weiß ich nicht. Ganz komisch dieses Jahr irgendwie. Gibt es nicht so, so ein Showdown, wie Haaland den Ballon d'Or hält. Aber ja, er hat auch dieses Jahr gewonnen. So, ihr fragt euch wahrscheinlich, wieso bist du bei Real Madrid? Ja, aus diesem Grund, weil der Herr hier hingehört. Ja, der Mbappé ist zu Real gewechselt. Also innerhalb Madrid. Schon mutig von ihm, aber was ich hier gerade sehe, die Aufstellung sieht ja katastrophal aus. Und das ist ja ein Team, ja, keine Ahnung, ob sich das gelohnt hat für ihn herzukommen. Also ganz wenige Spieler, ja, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht, ob sich das überhaupt gelohnt hat für ihn hierher zu kommen. Halt schade. Ich habe jetzt mal hier ein paar Sachen abgeändert, damit es wenigstens so ein bisschen okay aussieht. Ich will erstmal nur wissen, ob er überhaupt gespielt hat. Natürlich 27 Tore. Nicht schlecht, nicht schlecht. Vier Vorlagen hat er, 55 Spiele. In der Liga wurden sie. Oh. Drei Teams punktgleich und sonst Vierter, Fünfter, ein Punkt entfernt vom ersten, zweiten, dritten. Schon krass. Nee, alles gut. Atletico, also Mbappé hat Atletico verlassen. Schaut mal Atletico jetzt an. Real Madrid, Zweiter geworden. Ja. Sieger Supercopa ist Atletico Madrid. Copa de España gewinnt Real de Madrid. Die Superpokal, okay. Und jetzt das hier. AP von PSG verlässt PSG und sie gewinnen die Champions League gegen Salzburg im Finale. Also das sieht schon crazy aus. Ja. Was will man machen? Europa League gewinnt Roma und Conference League gewinnt UD Almeida. Almeria. Warte, bis wohin war eigentlich Real Madrid in der Champions League? Habe ich gar nicht gesehen. Sie waren bis Viertelfinale, ja. Alles klar, ich denke, wir sehen uns wieder bei der Ballon d'Or-Ausgabe. Obwohl, ich denke, das wird wieder nichts. Aber wir sehen uns da. Nein, wir müssen noch.
Mbappé verbessern. Er hat ja einen Titel gewonnen. Und dazu hat er auch noch 27 Tore geschossen. 27, ich teile das auf 13, dann gibt es einfach einen Sprint, rein Tempo. Und die 50 tue ich, dass es voll ist. Boah, Beweglichkeit könnte ich das eigentlich rein tun. Ja, Beweglichkeit, ich tue das bei Beweglichkeit rein. Ja, ich habe ihm jetzt halt Tempo wieder gegeben. Und dann habe ich beim kurzen Pass einfach habe ich da reingetan, weil bei Beweglichkeit hat sich nicht so eine Gesamtstärke geändert. Und da habe ich mir gedacht, komm, dann mache ich ihn halt zum 94er. Und auf jeden Fall, jetzt sehen wir uns hundertprozentig bei der Ballon d'Or aus. Ihr glaubt es mir nicht. Ballon d'Or-Sieger ging an Bukayo Saka von Liverpool. Och du Scheiße. Also. Zurück bei Real Madrid. Sehen wir, dass Mbappé nur noch mal 89 hat. Dann gehe ich zur Tabelle und sehe, dass Real Madrid Meister wurde. Was mir sehr gefällt. Supercopa. Barcelona. Copa de España. Barcelona, UEFA Superpokal, Paris Saint-Germain, Champions League gewinnt Napoli. Mal wieder im Viertelfinale aus gegen Wolfsburg. Na, näher dran, aber ja, was soll's. Jetzt gehen wir noch kurz schauen. Also auf jeden Fall Liga gewonnen. Mbappé, er hat alle Spiele gespielt, war nicht der Topscorer der Mannschaft. Dafür 29 Tore. Auch gut. Die Frage ist, wo wir die jetzt einsetzen. Boah, nein, nein. Auf jeden Fall im Tempo muss ich da wieder ein bisschen nachschieben. 35 Jahre alt ist jetzt mittlerweile. Also, er hat weder eine Champions League gewonnen, weder einen Ballon d'Or. Und das, ach du Scheiße, ja. Er hat weder beides gewonnen bis jetzt. Ja, ich denke mal, ich werde mal das einsetzen, was ich kann. Ich zeige es euch dann. Das Tempo raufgetan. Dann habe ich noch bei Volley auch raufgetan. Mal ja, also ich denke mal. Mit der 92 soll er hoffentlich zurechtkommen. Ballon d'Or, wer das hinkriegt, weiß ich auch nicht. Sonst war es eine Fail-Challenge. Also die Challenge war dann ein Fail eigentlich. Was eigentlich ganz, ganz, ganz schade ist. Ja, nicht so gut. Traurig aber war, der Ballon d'Or 2034 geht an Bukayo Saka von FC Liverpool. Was will man da machen? Ja, wieder ein Jahr warten, keine Ahnung. Ich hoffe, Real Madrid gewinnt wirklich die Champions League wenigstens. Mbappé auf eine 88. Mal schauen. Meister wurden sie auf jeden Fall. Supercopa gewinnt sie auch. Copa de España nicht. Die Champions League. Haben sie im Finale gegen Inter Mailand verloren. Ah, wie kann das nur möglich sein? Oh mein Gott. Ganz traurig. Was will man da sagen? Es ist so, wie es ist. Ich muss Mbappé jetzt wieder verbessern, natürlich. Meine Frage ist natürlich, wie viele Tore er auch geschossen hat. 31 Tore, Topscorer hier. Ja, ich werde ihn zum letzten Jahr, ich mache ihn einfach Maximum. Komm, ich mache ihn Maximum, das ist die letzte Saison. Entweder die Challenge gewonnen oder verloren. Dann sehen wir uns gleich. So sieht die Karte von Mbappé aus jetzt. Ich habe ihm wirklich das Maximum gegeben. Also, ich weiß nicht, wieso das jetzt hier nicht so ist. Egal. Auch hier unten bei Spielstile könnt ihr sehen. Ja, also wirklich jeden Spielstil, den man haben kann, hat er jetzt in die letzte Saison. Komm, das muss jetzt einfach gepackt werden. So, mal wieder bei Real Madrid angekommen.
sehen, Mbappé hatte eine 99, jetzt nur noch eine 97. Und wir gehen erstmal hier rein. Wir sehen, er hat 30 Tore geschossen, 12 Vorlagen. Wir haben ihm wirklich das Maximum gegeben, was er haben kann. Also ja, also ich sage mal, okay, es ist okay. In der La Liga wurden sie nur Fünfter. Supercopa gewinnen sie. Copa de España gewinnen sie nicht. UEFA Superpokal geht an Napoli. Jetzt die Champions League. Und Mbappé hat es geschafft, endlich mal die Champions League zu gewinnen. Wow. Den Ballon d'Or, ja. Kann ich jetzt nichts dazu sagen. Weil er es nicht gewonnen hat, sondern es war wieder Saka. Ja, dann denke ich mal, wir sehen uns bei der Ballon d'Or Ausgabe. Und dann war es eigentlich das mit dieser Challenge, weil. Man, es geht gar nicht weiter, wenn er die Champions League schon gewonnen hat. Darum sehen wir uns einfach bei der Ballon d'Or-Ausgabe und dann sehen wir, ob Mbappé es wirklich geschafft hat, zu dem Spieler zu werden, den er wirklich wollte eigentlich. 50 Punkte halt dazu geben. Ups. Also, er ist jetzt ja nur noch eine 97, ich werde ihn halt. Ja, hier alles voll machen. Hier mal alles voll machen. Hier alles. Goalkeeper auch. Alles Mögliche. Obwohl ich das Goalkeeper eigentlich entfernen kann. Einfach hier. Normal, dann ist halt eine 98. Und dann, ja. Gehen wir Richtung Ballon d'Or. Also gut. Jetzt sehen wir, wer den Ballon d'Or gewonnen hat. 2035. Bäh. Es ist Tarek Baran. Wer ist das? Wer ist Tarek Baran? Er ist ein Stürmer. Es ist Inter Mailand. Regent von Lewandowski und er gewinnt das Ballon d'Or. Mein Gott. Ach du Scheiße. Ja, wenn Jugendspieler schon gewinnen, Mbappé es nicht gewinnt, ja. Dann geht es richtig hoffnungslos. Alles klar. Wir sehen uns, denke ich mal, Ende Saison. Zurück angekommen bei Real Madrid. Wir schauen uns erstmal natürlich die Stats an und wer der beste Spieler ist. Immer noch Kylian Mbappé. Der war eine 98, jetzt ist er nur noch 95. 34 Tore. 13 Vorlagen. Also, es war eigentlich wieder eine sehr gute Saison für ihn. Jetzt schauen wir mal. Also, Ligameister wurde er natürlich. Würde ich auch hoffen. Gewinnt sie nicht die Copa de España. Und jetzt die Champions League. Nicht gewonnen. Im Halbfinale aus gegen Roma. Boah, naja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das war's mit dieser Challenge. Leider hat Mbappé es nicht geschafft, den Ballon d'Or zu gewinnen. Ich meine, ja, was will man mehr mit diesen Stats? Der hatte alles. Jetzt mit 37 Jahren spielt er bei Real Madrid. Also ich denke, wir wissen, er wird nicht so viele europäische unterwegs sein oder auch vielleicht nach Arabien gehen, sondern er wird, denke ich mal, in Europa bleiben. Und zwar in Real Madrid, denke ich mal, wo sein Zuhause auch sein werden für die nächsten Jahre. Jedenfalls, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag, schönen Morgen. Lasst ein Like da auf jeden Fall und ein Abo, das würde mich sehr supporten. Und teilt das wieder mit euren Freunden. Und falls ihr andere Ideen habt, dann schreibt es unten in die Kommentare, damit ich es wissen kann. Auf jeden Fall bis aufs nächste Mal und ciao. Bye.